Hi, ich bin Exocron. Willkommen auf meinem Kanal Exocron Raw, dem Uncut-Format, und zurück zu Lost Ark, wo wir auf dem Abenteurer mit der Todesklinge Angret unterwegs sind durch Arcesia. Und wir sind jetzt gerade in Shushire, dem Kontinent, in dem Dorf Rigens angekommen. Das heißt, es ist Band 9, Kapitel 2. Und wir gehen mal los. Wir haben schon direkt eine Quest an der Backe. Hilfsarbeiten. Hilfe, bitte. Noch ein Tag ohne Essen. Es ist eine richtig, richtig traurige Geschichte. Bitte, bitte. Hungerhafen. Ich komme gerade so über die Runden. Judas schickt uns etwas Geld. Damit können wir endlich durchatmen. Wir verdanken ihr so viel. Danke, du hast das Geld sicher hierher gebracht hast. Du wolltest Yannick sehen, richtig? Ich glaube, er ist gerade auf dem Platz. Wenn du dorthin gehst, könntest du eine Kleinigkeit für mich erledigen? Hole etwas Brot vom Händler Dredwick in der Stadt und gib es den Kindern und Alten dort. Danke. Nur ein Leib pro Kopf. Was? Lieben sagte, er brauche Brot? Er ist so schamlos. Er hat so viele Brote auf Kredit gekauft, dass ich sie gar nicht mehr zählen kann. Hast du Geld? Das ändert natürlich alles. Also damit kannst du 4 Brote kaufen. Glaub ja nicht, dass ich dich hereinlege. Du übernimmst auch die Rechnung, die er im Namen der Morgendämmerung angehäuft hat. Ja. Ich kann's nicht mehr hören. Hör auf damit. Ich bin nicht die Wohlfahrt. Eines Tages werde ich ein furchtloser Abenteurer sein. Willst du, dass ich etwas für dich unterschreibe? Do you want to sign my petition? Oder kannst du bitte meine Gildensatzung unterzeichnen? Ich brauche nur noch 9 Leute. Wow, du bist es wirklich. Du bist wirklich Angret. Du bist ganz allein über den Heldenwall gekommen. Meine Güte, ich kann gar nicht glauben, dass du hier in unserem öden Dorf bist. Das muss ich allen erzählen. Angret, eines Tages möchte ich genauso stark wie du sein, damit ich die ganze Welt bereisen kann. Ich glaube, das mit dem Bereisen hat nichts unbedingt mit der Stärke zu tun, mein Junge. Annie. Oh, Sean. Er ist einfach viel zu mutig. Vor einer Weile zog er los, um Wölfe zu jagen und wäre fast nicht zurückgekommen. Ich bin mindestens um 10 Jahre gealtert und er macht mir immer noch mehr Sorgen. Ja, wenn der 10-Jährige dir sagt, sie ist um 10 Jahre gealtert. Aber er will dich unbedingt kennenlernen. Wärst du so nett, mir deinen Namen zu unterschreiben? Mit deinem Namen zu unterschreiben? Er ist so leicht zufriedenzustellen und das allein wird ihn schon glücklich machen. Ja. An meinen verehrten Sean. Wow. Ich kann nicht glauben, dass du das für mich geschrieben hast. Vielen Dank, Angret. Deine Handschrift ist ziemlich schief, aber ich werde es als Familienerbstück aufbewahren. Vergiss meinen Namen nicht. Ich bin Sean. Eines Tages werde ich dein Schwert und Schild sein. Penny, das klingt ziemlich cool, oder? Der kleine Racker. Das Kind ergreift das Brot mit beiden Händen. Brot? Dankeschön. Bitteschön. Lass es dir schmecken. Hast du meinen Sohn gesehen? Er ging Kräuters. Das Brot Danke. Stammt von der Morgendämmerung. Ich hatte echt Kohldampf. Das Kind giert nach dem Brot. Die letzte Brotmahlzeit ist schon lange her. Mein Magen macht komische Geräusche. Du bist doch die Person, die uns geholfen hat, nicht wahr? Ich habe gehört, was die anderen erzählt haben. Ich werde das Brot aufheben und es nachher mit Mama teilen. Ich bin alt genug, um den Hunger eine Weile auszuhalten. Frat, ich habe schon viel von dir gehört. Du hast Samson ganz fix erledigt, nicht wahr? Was du getan hast, war, kurz gesagt, unnötig.
Dies ist unser Land. Wir kümmern uns selbst darum. Aber leider scheint Yannick zu glauben, dass wir Hilfe brauchen. Wir regen uns nur gegenseitig auf, je länger wir reden. Geh zu Yannick. Er wartet auf dich. Du bist... Hallo, Geralt. Der hier unterm falschen Namen läuft. Ich heiße Yannick. Ich war einst ein Gladiator in der Arena. Nun kämpfe ich mit der Morgendämmerern für Shushayas Freiheit. Ich würde gerne mit dir reden, aber das muss warten. Ich glaube, am Glockenturm wartet ein weiterer Gast auf uns. Im Gegensatz zu dir ist er hier aber nicht willkommen. Wer ist das? Vrat. Er hat das Chaos über Shushaya gebracht. Er macht sein Geld mit unschuldigem Blut. Wir glauben, dass er etwas mit den entführten Gefangenen zu tun hat. Der Aufruhr wird immer lauter. Wir sollten uns beeilen. Mit dir an meiner Seite wird es leichter sein. Folge mir. Ich bringe dich zum Glockenturm. Gib mir einen weiteren Tag, Herr Vrat. Ich flehe euch an. Wer seine Schulden nicht zahlt, für den geht es in die Arena. Ich kann morgen zahlen. Bitte nicht. Lass die Frau gehen. Sieh an. Wen haben wir denn da? Ich denke, ich nütze dir mehr als sie. Ich nehme ihren Platz ein. Kommandant Yannick, das dürft ihr nicht. Alles Teil des Plans, Jungs. Du musst immer den Helden spielen. Nicht wahr, Yannick? Ich akzeptiere die Bedingungen. Dann viel Spaß im Kampfring, Held. Worauf wartet ihr Idioten noch? Ergreift ihn! Fahrt blockieren oder hohen von hinten? wir drücken mal G. Hohen von hinten. Was ist los? Mir geht's gut. Keine Sorge. Deine zierliche Frau und der große Mann. Okay, dann reden wir wieder mit. Weißt du, wie nervös Devrin. Ich wurde, als du so unverhohlen eingeschritten bist? Ist gut. Um die Geiseln zu finden, müssen wir zuerst sein Versteck finden. Das Versteck ist aber an einem so geheimen Ort, dass Yannick sich freiwillig als Köder zur Verfügung gestellt hat. Jetzt haben wir keine Zeit zu verlieren. Wir müssen Yannick folgen. Gib an den anderen Morgendämmerern Bescheid, dass es Zeit ist, diesen Monster zu jagen. Klar. Hast du meinen Sohn gesehen? Bereiten wir Vrats Grausamkeiten ein Ende. Überbringe Jevrens Nachricht. Besorg uns ein Seil, dann können wir Vrat fesseln. Hey, meine Mama. Kinder, ich bin dabei, euch zu helfen, aber das muss erstmal drumherum gehen. Du musst Vrat folgen. Ich will ihn vor Angst zittern sehen. Mutter, mach dir bitte keine Sorgen. Bitte bereite eine Waffe vor. Yannick, ich komme, um dich zu holen. Okay, alles ist bereit. Gute Arbeit. Jetzt geht es zum Bitterwindhügel. Dort beginnt unsere Jagd. Bevor wir gehen, möchte ich dir noch etwas sagen. Ich werde dir nicht danken, auch wenn du uns weiterhin hilfst.
Ich werde auch nicht enttäuscht sein, wenn du lieber gehst. Ich erwarte ohnehin nicht, dass du bleibst. Es ist deine Entscheidung. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Los geht's. Morgendämmerer! Frats grausame Tyrannei kann nicht länger unbeachtet bleiben. Wir müssen zur Arena des Roten Vorhangs marschieren. Und Kommandant Yennick retten. Müssen wir selber gucken? Okay, wir sind im Dorfrieger fertig. Es war ja nicht mal so lange. Falls der Ton irgendetwas spinnen sollte, gerne in die Kommentare. Ist ein bisschen neues Setup. Man muss ja immer ein bisschen kleine Veränderungen machen. Ja, Bitterwindhügel. Da sehen wir uns weiter zu Band 9, Kapitel 3. Ansonsten gerne auch auf den anderen Kanälen, auch seit neuestem auf Englisch auf 2 Kanälen. Und falls es euch gefallen hat, gerne ein Abo unten oder einen Daumen da lassen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Exakron.